Hallo, du hast das Pyramidalis-Projekt gefunden. Das besteht aus vielen Teilen und du kannst sie hier im Vorspann anklicken oder auch innerhalb des Videos an der einen oder anderen Stelle einen Link finden zu Hintergrundinformationen. Jo, ein Zuschauer meinte, man könnte ja mal zwei ME-Systeme miteinander verbinden. Und er meinte, man könnte jetzt zwei solche Storage-Buster miteinander sozusagen Gesicht an Gesicht bauen und dann wird das funktionieren. Das habe ich ausprobiert, klappt nicht. Aber was ich natürlich hier zeigen will, und deswegen mache ich hier so ein super Mini-Kurz-Tutorial, man kann das sehr schön machen. Man hat also zwei ME-Systeme, das eine hier und hier ist ein zweites. Und ja, die sind jetzt miteinander verbunden auf die ganz einfache Art und Weise. Ein Storage Bus, ne, der hat aber keine Items drin und auch ein ME-Interface, keine Items drin und das gleiche hier auch nochmal, aber dann eben andersrum. Einmal von dem ME-System und einmal von diesem. Und wenn wir jetzt hier reingucken, stellen wir fest, hier sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Itemarten drin und hier sind ein paar mehr drin. Das ist in der Tat erstaunlich. Schauen wir mal, was der Unterschied ist. Wir nehmen mal einfach hier was raus. Und hier auch was. Nein, nächstes wollen wir nicht. Ah, das war der Unterschied. Genau. Das war der Unterschied. Hier sind zwei, die craften. Die sind zum Craften da. Und die sind natürlich hier nicht verfügbar. Nicht wahr? Also das geht also nicht. Das heißt, wenn wir jetzt hier unsere ME-Drives wieder reinpacken, sind die auch hier hinten verfügbar. Ja, da sind sie, das kannst du wieder rausnehmen. Und drüben können wir gucken, da sind die eben auch weg. Das funktioniert also hervorragend. Leider aber eben nicht dieses Crafting. Also wenn wir hier in dieser Maschine etwas craften können, sagen wir mal irgendwie hier so ein Piston, ja, dann können wir auf dieses Crafting-Rezept zugreifen, weil das ja hier quasi angeschlossen ist. Und das funktioniert dann. Während, wenn wir hier drauf zugreifen, eben nur auf das Lager zugreifen können, weil es sich ja hier um Storage-Wasser handelt und nicht um irgendwelche anderen Sachen. Tja, ich habe dann natürlich auch versucht, zwei ME-Interfaces direkt aneinander zu schalten, dass quasi das Austauschen noch grenzenloser funktioniert und das ist mir also nicht gelungen. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Tipp oder sonst was. Dann würde ich euch bitten, das mal in die Kommentare zu schreiben oder per persönliche Nachricht. Oder ihr könnt natürlich auch ein Tutorial machen, ist klar. Dann könntet ihr gerne auch das mit mir irgendwie mal absprechen. Dann verlinken wir das. Nennt sich Cross Promotion. Und apropos Cross Promotion, wir sind jetzt auf dem Server. Der ist auch deutschsprachig und solange das alles gut geht, kann man da also sehr, sehr gut miteinander YouTuben. Nämlich, wir haben eine eigene Welt da, wir werden vielleicht sogar einen eigenen Root-Server bekommen, der also nur für uns da ist und da können wir also YouTuben ohne Ende. Sind schon ein paar Leute drauf und deswegen will ich mich auch kurz halten, weil ich wollte da noch weiterspielen. Da könnt ihr drauf kommen und zwar wird das hier unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt auf mein Wiki und in meinem Wiki steht da irgendwie unter Partner-Server die IP. Und wenn ihr dann natürlich mit dem TeamSpeak hier mit mir auch sprechen wollt oder so, müsstet ihr allerdings erstmal auf unseren Bilder-Server kommen. Da steht da also auch alle beschrieben, sodass das natürlich geht. Dann machen wir dann da Tutorials und Videos. Ihr könnt da Let's Plays machen oder keine Ahnung was. Und wir machen das alles schön zusammen. Dann verlinken wir das Ganze und dann haben alle was davon. Jo, ansonsten, ja, wie immer, abonnieren, liken von Kanal und Video und natürlich im Wiki gucken, da stehen so viele schöne Sachen drin. Schaut euch meine anderen Videos und Tutorials an. Ich habe schon eine Menge gemacht hier, auch jetzt zu dem Applied Energistics 2. Das zeige ich euch natürlich gerne hier alles noch, das verlinke ich hier auch, sodass ihr da keine Probleme habt, das zu finden. Und ansonsten gibt es eine Playlist zu Applied Energistics. Die wird natürlich mit der Zeit immer was länger und so, dass wir dann also irgendwie hoffentlich eine sehr komplette Sammlung haben.
werdet ihr also sehen. Gut, es bleibt noch ein bisschen was zu tun hier, Applied Energistics. Ich bin also hier am Basteln und Ausprobieren und so, was also das Interface angeht und natürlich auch noch die ganzen anderen Geschichten, die also hier noch nicht erklärt wurden, zum Beispiel, wie man diese Kristalle herstellt und das Ganze natürlich automatisiert und solche Sachen. Das kommt alles noch. Okay, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal was, viel Spaß und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Tutorials oder der alten oder vor allen Dingen natürlich gerne auch auf dem Server, wo ich halt im Augenblick am Spielen bin und ja, bis dann. Ciao, ciao.